Beginnen wir mit der Vorstellung unseres Vorstandteams. Caro und Marlene, zwei unserer Vorstände, stellen Ihnen im Anschluss das gesamte Team vor. Danke, Paula. Gemeinsam als Vorstandsmitglieder tragen wir die Verantwortung, einen Überblick über sämtliche Aktivitäten des Vereins zu bewahren. Dabei gliedern wir uns in vier Positionen. Marlene und ich fungieren als Gesamtprojektleitung, während zusätzlich ein Finanzvorstand und eine technische Leitung ernannt wurden. Wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, vertreten den Verein nach außen und gewährleisten, dass alle Zeitpläne und Aufgaben bestmöglich eingehalten werden. Wir kümmern uns demnach um alle übergreifenden Themen, die im und um den Verein herum passieren. Dazu gehört insbesondere die interne Teamabstimmung, das heißt die konstante Abstimmung mit unseren Teammitgliedern und den Teamleitern. Mit wem wir dabei so zu tun haben, sehen Sie jetzt. Fangen wir nun mit dem Kernelement unseres Teams an, unsere Mitglieder. Diese werden durch unser Subteam-Personal betreut. Mehr dazu erzählt Ihnen Daniela. Danke, Caro. Unsere Hauptaufgabe ist es, jedes Semester neue Teammitglieder zu rekrutieren. Dazu gehen wir gezielt in Vorlesungen, um unser Projekt vorzustellen. Außerdem verwalten wir die Daten unserer Mitglieder und organisieren Team-Events, um unseren Zusammenhalt zu stärken. Danke, Daniela. Wir freuen uns schon auf die kommenden Team-Events. Mit einem motivierten Team als Grundlage ist es Zeit, das Chassis unseres Fahrzeugs kennenzulernen. Teamleiter Laurenz erzählt Ihnen mehr über die Baugruppen in seiner Verantwortung. Danke, Marlene. Wir von Team Chassis sind zuständig für die Fahrerkabine, unserem Monocoque. Unser Mono hat dieses Jahr eine neue Geometrie und bietet Anwendungsmöglichkeiten für die verschiedenen anderen Subteams. Bei uns stehen Steifigkeit und Sicherheit an erster Stelle. Neben dem Mono kümmern wir uns auch um die Crashbox, die Überrollbügel, die Firewall sowie die Backplate. Danke, Laurenz. Und damit zurück zu dir, Caro, und der Vorstellung unseres nächsten technischen Subteams. Mit Hilfe eines soliden Chassis werfen wir nun einen Blick auf die Fahrwerkskomponenten, die für ein präzises Handling sorgen. Verantwortlich ist Susi, die uns einen Überblick über die Aufgaben im Team Suspension gibt. Hi, wir im Subteam Fahrwerk arbeiten hochkonzentriert an verschiedenen Baugruppen, wie der Lenkung, den Radträgern, dem Federdämpfersystem, der Pedalbox, der Bremse, den Querlenkern und zum guten Schluss den Felgen. Also alles, was zwischen Straße und Chassis passiert. Aus den Daten der Vorjahre leiten wir unsere Ziele für die nächste Saison ab und setzen diese konstruktiv in CAD um, fertigen diese und montieren die Baugruppen anschließend an das Fahrzeug. Hierbei spielen Steifigkeit und Präzision eine wichtige Rolle. Danke, Susi, und damit zurück zu dir, Marlene. Vom Fahrwerk zur Aerodynamik, welche uns dabei hilft, Zeit und Geschwindigkeit auf der Rennstrecke zu gewinnen. Teamleiter Vladi gibt Ihnen einen genauen Einblick in sein Team. Ja, danke, Marlene. Wir von der Aerodynamik kümmern uns um die Luftströmung am Auto. Zuerst simulieren wir diese am PC im virtuellen Windkanal, optimieren dann unsere luftleitenden Bauteile aus Carbon wie Frontflügel und Unterboden. Unser Ziel ist es, den Fahrzeugabtrieb zu verbessern und das Gesamtgewicht zu reduzieren. Danke, Vladi. Und damit zurück zu dir, Caro, mit unserem nächsten Subteam. Nun kennen Sie fast alle äußeren Merkmale unseres Rennwagens. Unser individuelles Design als Erkennungsmerkmal ist neben weiteren Aufgaben Teil des Subteams Media and Communication. Cora gibt Ihnen einen Einblick in die Welt unseres Marketings. Danke, Caro. Wir als Subteam sind für alles verantwortlich, was die Rennspiele nach außen hin präsentiert. Dazu gehört die Betreuung unserer Social-Media-Kanäle und unserer Website. Ein wichtiger Bestandteil davon ist die Erstellung foto- und videografischer Inhalte. Als weitere wichtige Aufgabe liegen bei unserem Subteam die ganzen Designsachen. Sprich ein neues Autodesign, neue saisonale Teamkleidung, ein neues saisonales Logo, aber eben auch kleinere Designelemente wie die Sponsorenmappe oder den Banner und den Newsletter. Danke, Cora, für die Vorstellung deines Subteams. Kommen wir nun zu den hochspannenden Themen. Unser Subteam High Voltage und Powertrain. Sie sind für alle Hochvoltkomponenten des Fahrzeugs sowie den Antrieb verantwortlich. Teamleiter Paul gibt Ihnen einen genaueren Einblick in das Herzstück unseres Rennwagens. Im Bereich High Voltage ist die größte Baugruppe die 600 Volt Batterie. Unsere Hochvoltbatterie besteht aus 432 Lithium-Ionen-Zellen. Um die maximale Performance während der Rennen abzurufen und dabei stets die höchste Sicherheit zu gewährleisten, entwickeln wir ein eigenes Batteriemanagementsystem, das den Akku überwacht. Damit sich alle Zellen im Akku wohlfühlen, sorgt unsere Batteriekühlung für ein angenehmes Klima. Mithilfe der Luftströmung und den Kühlkörpern wird die entstehende Wärme zuverlässig abgeführt. Das Subteam Powertrain ist dafür zuständig, dass es mit unserem Fahrzeug auch wirklich vorangeht. Dies umfasst die Entwicklung und Konstruktion der Elektromotoren, Antriebsregler und Getriebe.
Die maximale Power lässt sich jedoch nur mit der richtigen Kühlung abrufen, weshalb wir die Komponenten mit Wasser durchströmen. Danke für die Vorstellung deiner Subteams, Paul. Nachdem Sie einen Einblick in den Antriebsstrang unseres Rennwagens gewonnen haben, tauchen wir nun ein in die Welt der Elektronik mit unserem zuständigen Teamleiter Tim. Wir bei Electronics kümmern uns um einen Großteil der Fahrzeugelektronik. Dafür müssen die Steuergeräte entwickelt werden. Von der Erstellung der Platinen bis hin zur Software wird alles intern gefertigt, damit die Kommunikation zwischen den Steuergeräten funktioniert. Benötigen wir einen Kabelbaum, welcher von uns gefertigt und ins Auto gebaut wird. Danke, Tim. Schauen wir gleich weiter zum nächsten Subteam. Von den elektronischen Komponenten springen wir zurück in die Welt der Fahrzeugdynamik. Das Team Vehicle Dynamics optimiert die Performance und Kontrolle unseres Rennwagens auf der Rennstrecke. Teamleiter Vincent erzählt Ihnen nun mehr darüber. Danke, Marleen. Hier bei Vehicle Dynamics kümmern wir uns unter anderem um die Auslegung unserer Fahrzeugkinematik sowie die Entwicklung unserer Antriebsregelung. Dazu zählt unter anderem die Entwicklung einer Traktionskontrolle, Torque Vectorings oder auch einer Launch Control. Daneben betreuen wir auch unseren eigenen Simulator, der unter anderem für die Fahrerauswahl, aber auch für offizielle Events genutzt wird. Zuletzt kümmern wir uns natürlich auch noch um die Organisation unserer Testtage. Danke für die Vorstellung deines Subteams, Vincent. Nach Betrachten der Fahrzeugdynamik werfen wir nun einen Blick in die Zukunft des Fahrens, Driverless. Darin forscht Mario mit seinem Team und zeigt uns den aktuellen Stand. Hi, wir entwickeln verschiedene Komponenten für das Driverless-Gesamtsystem. Neben der Objekterkennung, um die wir uns letztes Jahr gekümmert haben, versuchen wir dieses Jahr den Abstand der Pylonen zu messen, um uns daraus eine zweidimensionale Karte zu basteln. Im Anschlussschritt möchten wir eine Pfadplanung auf diese Karte ansetzen und uns im nächsten Jahr um die Aktorik kümmern. Danke, Mario. Und damit zurück an Marleen mit dem nächsten Subteam. Aber nicht nur die dynamischen Disziplinen sind in der Formula Student entscheidend, sondern auch die statischen. Hierfür ist bei uns das Team Statics verantwortlich und arbeitet dabei eng mit den technischen Subteams zusammen. Teamleiter Max gibt Ihnen nun einen genaueren Einblick in die Aufgaben seines Teams. Das Subteam Statics gliedert sich im Grunde in zwei Aufgabenbereiche. Den Cost Report, bei dem eine Bill of Material erstellt wird. Eine riesige Liste, in der jedes einzelne Bauteil unseres Rennwagens aufgeklebt wird. Um das Ganze etwas interessanter zu gestalten, erstellen wir für jeweils eine Baugruppe eine exakte Auflistung der Kosten, die auf uns zugekommen wäre, hätten wir all diese Bauteile extern fertigen lassen müssen. Für eine andere Baugruppe gehen wir penibelst ins Detail und listen jeden einzelnen Fertigungsschritt auf, den es gebraucht hat, diese Teile zu produzieren. Die zweite Aufgabe ist der Businessplan, bei dem wir ein zwar fiktives, jedoch voll funktionsfähiges Startup entwickeln. Das Ganze geht so ins Detail, dass wir neben dem Firmenaufbau, Mitgliederanzahl, Konkurrenz- und Marktanalysen auch Kleinigkeiten vorweisen können, wie beispielsweise eine Exit-Strategie für potenzielle Investoren. Danke, Max, und damit zurück zu dir, Caro, und der Vorstellung unseres letzten Subteams. Zum Abschluss kommen wir zu unserem Subteam-Sponsoring, welches uns dieses Projekt unter anderem erst ermöglicht. Verantwortlich hierfür sind Paula und Mika. Unsere Gesichter kennen Sie vielleicht schon aus einem Sponsorentermin, egal ob persönlich oder virtuell aus Köln. Wir kümmern uns um die Akquise von neuen Sponsoren, die Ausarbeitung von Verträgen sowie die Koordination in der Fertigungsphase. Und natürlich um alles andere, was sonst noch mit unseren tollen Sponsoren zu tun hat. Danke, Paula. Und damit sind wir am Ende unserer Teamvorstellung angekommen. Wir hoffen, Sie haben einen guten Einblick in die Rennschmiede bekommen. Unser Team ist das Herzstück unseres Vereins. Mit Engagement, Expertise und Leidenschaft ermöglichen alle Mitglieder ein solch großes Projekt. Danke an das gesamte Team. Rennschmiede!